Neues Büro. Willkommen im Hauptquartier von Lame Game. Wir haben jetzt noch mehr Platz, um unser Team weiter auszubauen. In der Nähe unseres Büros sind außerdem einige berühmte Universitäten. Dies wird es uns erleichtern, junge Talente anzuwerben. Sehr schön. Doris ist auch am Start. Training. Ja, hallo Lame Game. Wir haben gerade erfahren, dass Sie Ihr neues Hauptquartier nicht weit von unserer Universität entfernt eröffnet haben. Wir sind gerade dabei, einen speziellen Kurs über Spieleentwicklung anzubieten und könnten wirklich Ihre Hilfe brauchen. Leider können wir Sie nicht bezahlen, aber ich denke, unsere Studenten zu unterrichten ist eine großartige Möglichkeit, um an ihren eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. Die Greenheart Universität. Neue Trainingsoption verfügbar. So, trainieren, Einarbeitungstraining. Ja, look at them go. Aus Büchern lernen, üben, üben, üben. Game Jam und so. Ja, Training starten, komm. Und wenn ihr jetzt fertig seid. Wow, das neue Büro ist unglaublich, aber auch der Standort ist perfekt. Ich habe vorhin einen Spaziergang um das Gebäude gemacht und da ist mir eine radikale Idee gekommen. Warum eröffnen wir keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Das könnte unseren Forschungen wirklich beschleunigen und wir könnten größere Projekte und Innovationen in Angriff nehmen. Es wird sicher nicht billig, aber ich denke, es könnte uns zum führenden Innovator der Spielebranche machen. Jedenfalls habe ich etwas nachgeforscht und denke, wir sollten ein Labor eröffnen und ein ganzes Team von Forschern einstellen, bevor wir das tun können. Sollten wir aber zumindest einen Design-Spezialisten im Team haben. Okay. So, sind wir jetzt hier bald mal fertig? Ah ja, wir sind fertig. Dann geht ihr jetzt mal in Urlaub. Nach dem Umzug ist das wahrscheinlich auch echt mal erforderlich. Würde ich wieder einstellen. Okay, kann ich jetzt auch in Urlaub? Nein, ich bin einfach nur unmotiviert. Hä? Jo, sieht so aus. Trainieren, trainieren, trainieren. Können wir forschen? Easter Eggs, jo komm, Easter Eggs. Forschung beginnen. Wow, ich habe die Bilder Ihres neuen Büros gesehen. Echt cool, ich bin sicher, bei Ihnen läuft es gut. Aber wenn Sie mal ein wenig mehr Geld brauchen, hätte ich ein paar große Aufträge zu vergeben. Jason, Jason! Große Aufträge freigeschaltet, sehr schön. Ist jetzt natürlich nicht unbedingt der Reiser für uns, ja. Ja. Gucken wir mal, was wir jetzt reisen können. Publisher Vertrag. Den können wir noch raushauen. Regierung Casual. Irgendein Thema, irgendein Genre. Game Dev Simulation. PPS. Ja, Vertrag annehmen. Gmay. Dev. Tycoon. Mittelsimulation. Simulationsstrategie, PPS, Lame Engine 5. Wir haben keine Ahnung von diesem Genre, aber hey, was soll's. Lop, genau. Also Story Quests wahrscheinlich nicht so wichtig, Gameplay dafür umso mehr, Engine auch. Jo. Und ab. Mehr Technologie-Blocks. Die arbeitet gar nicht mit gerade, ne? So geil. Jetzt können wir bessere Games raushauen, ja. Dialoge sind mit Sicherheit nicht wichtig. KI. Und Level Design. Okay. Ja doch, die arbeitet auch mit. Das ist okay. Dann kann die auch gleich mal debuggen. Ja. Spielwelt. Ich denke mal, Grafik wäre wichtig. Spielwelt auch. Sound eher, ja, geschmeidig. Ryan ist überfordert, das heißt, sie kommt jetzt da rein und dann haben wir eine super Auslastung an der Stelle. Und ich hoffe, das klappt. Hallo, ich bin Gary White von Gamers. Ich habe gehört, dass Lame Game gerade an einem Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns ein Interview zu geben? Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs? Ich bin bescheiden, weil ich keine Ahnung habe, wie gut Gmay Dev Tycoon hier ankommt. Oh, ich hab's falsch geschrieben. Also, ich hab's richtig geschrieben, aber das will ich ja gar nicht. Branchenexperten erwarten die nächste Konsolengeneration bereits im nächsten Jahr. Die Fortschritte in der Hardwareentwicklung in der PC-Branche sind noch nicht am Konsolenmarkt angekommen. Deswegen können wir davon ausgehen, dass die Konsolen der nächsten Generation einen aufregenden Sprung in die Zukunft machen werden. Gerüchten zufolge liefern sich Mirkonoft und Bonnie ein Wettrennen, um die Konsole der nächsten Generation auf den Markt zu bringen. Mirkonoft arbeitet demnach schon mit Entwicklungspartnern zusammen, um Titel für die neue Mbox 360 vorzubereiten. Die Mbox, Alter. Nichts mehr? Oh toll, ein Bug. Komm, raus mit dem Bug. Alles klar, go. Technologie 61, könnte nochmal was reisen wahrscheinlich.
Yeah, Spiel veröffentlichen. Aufgrund seiner besseren, Ryan Farmer kriegt eine Gehaltserhöhung, 3D-Grafik V4 ist als neue Forschung verfügbar. Fortgeschrittene Zwischensequenzen, can do. Kleiner Messestand. Spielbericht erstellen, GmeDev Tycon. Die ersten Bewertungen für GmeDev Tycon sind da. Ihr Schwerpunkt auf KI tat dem Spiel sehr gut. Ich mag es. Ja, ist jetzt nicht so der Reiser, ne? Eigenartig, aber gut. Ja, eine glatte 6er Bewertung könnte besser sein. Ist es okay. Damit können wir doch arbeiten. Was geht hier? Neues Thema. Bausimulation. Können wir auch raushauen und der hat nichts zu tun, so wie ich das sehe. Okay. Ja, aber da wir so viele Fans haben, werden wir wahrscheinlich. Das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Na, das waren aber keine hohe Erwartungen. Dave Johnson, ihr Eigentümer von Departure Science. Wir haben einige unserer Testsubjekte euren Spielen ausgesetzt und dann überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht. Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal, ich habe ein paar Produkte, die ein wenig Werbung benötigen. Ich dachte da an eine Art Produktplatzierung. Meine Werbejungs sagt mir, dass ich dich nicht fragen sollte, deshalb mache ich es. Ich bin der Chef. Ich zahle dir 200.000, um einige unserer rot lackierten explodierenden Fässer in einem eurer Spiele einzubinden. Kommen wir ins Geschäft? Nein, ich lasse mich doch hier nicht in meiner Kreativität beschneiden. Bitch! Hello! Ja, ja, ich bin schon weit, wie du siehst. Das ist schon der zweite Stream, hallo? 244.000, außerdem hast du mich draufgebracht, ne, Angie? Okay, Spielemesse, das waren doch schon mal ein paar. Ja gut, reicht nicht für die Top 100, aber hey, who the fuck cares? Spielbericht, GmeDev Tycon. Game Dev und Simulation ist eine gute Kombi. Sehr gute Kombi, nein, nur gut. Dialoge scheint nicht wichtig zu sein. Themen, Zielgruppen, Übereinstimmung, Dev alle, Game Dev alle, großartigen. Das freut mich zu hören, dass das großartigen ist. Dinkle Kong ist, ja, ich habe Dinkle Kong Racing rausgebracht. Das hat's aber voll nicht gebracht. Look at him go, wo ist er? Ernten Sie neuen Shit, Bitch. Moment, Dinkle Kong Kart 5. Look at it. Ja, Geralt Partey war auch scheiße. Prostitute Fighter war ein bisschen besser. Ernten Sie neuen Shitbitch. Genauso scheiße. Endlich Fortsetzung 2. 9. Haha. The Rape Dungeon Master 8,5. Und The GmeDev Tycon 6. Well, well, well. Ich weiß. Dafür habe ich aber gerade keine Zeit. Ne? So, alle ready. GmeDev Tycon läuft noch. Wir haben noch ein paar Forschungspunkte, komm, wir erforschen noch mal ein paar neue Themen, weil sonst kommen wir hier niemals rum. Zombies! Yeah. Naja, nicht wirklich yeah, aber... So, währenddessen können wir schon mal Auftragsarbeit finden. Spieletest, komm. Brauchen natürlich viel mehr Geld jetzt. Vielleicht dann auch nochmal Publisher-Vertrag, who knows? Ja, danke, tschüss. Zombies fertiggestellt, great. Ja, erstmal, oh wow, das wird schwierig. Horoskop-Ersteller, wow. Genau so schreibt man das. GmeDev Tycoon wurde vom Markt genommen. 2.600.000 Einheiten und 2.300.000 Umsatz. Nice. Das wird eng. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht, hä? Does not look that good. Komm schon. Ihr schafft doch. Doch. Komm schon. Yeah. Got it. Next. Wow. Das schaffen wir nie. Aber ist egal. Es geht ja um die Forschung. Ein Film. Wow. Ja, schauen wir mal, ne? Ne, das schaffen wir nie. Aber hey, wir haben wieder einen Arsch voll Forschungspunkte daraus gezogen. Das ist doch schon mal was wert. Allerdings könnte das jetzt möglicherweise etwas teuer werden. Für uns. Shiat. 122.000. Naja gut, das geht. Wir haben ein bisschen Geld. So sieht's aus.
Lame Game. Mirko Noft hat die neue Konsole, die Xbox 360, vorgestellt. Sie ist die erste der neuen Generation erwartete Konsolen und bietet Hardware, die mit Mittelklasse-PCs vergleichbar ist. Mit einem relativ niedrigen Verkaufspreis wird Mirko Noft Verluste in Kauf nehmen, um langfristig Marktanteile zu gewinnen. Spiele auf der ganzen Welt sind aus dem Häuschen, ein massiver Einfluss der Xbox auf den bestehenden Konsolenmarkt wird erwartet. Die Xbox. Ja, nein. Beschissenste Entscheidung. Elektrostatische Ladung, hallo? 40.000 haben wir dadurch eingenommen, das ist schön. Wow, wir haben aber auch echt hohe monatliche Kosten, 200.000. Die Leute sind einfach zu teuer. Was ist los mit dir, Doris? Willst du jetzt schon in den Urlaub? Na gut, komm. Fuck off. Fuck off! Was? Ich dachte, wir hätten es geschafft. The hell? Bibliothekssoftware. Also wenn wir die nicht schnell rauscoden, dann weiß ich auch nicht. Noch nix. Wir brauchen erstmal noch ein paar Forschungspunkte. Bevor wir jetzt wieder die Dinkelkong an den Start bringen. Das ist zu viel. Das geht. Jo. Programmfehler bereinigen. Okay. Can try. So. Yeah, you're welcome. Danke für schnelle Arbeit. Hallo, Studie zu Benutzerfreundlichkeit. Jo, komm. Also das bringt uns gerade echt einen Arsch voll. Nee, noch nicht. Jetzt kann ich aber 5 neue Genres mindestens mal erforschen. Das müssen wir auch tun. Vielleicht sogar mehr, wenn das hier so weitergeht. So, ab in den Urlaub. Die Plattform Xbox 360 wurde veröffentlicht. Jo, danke. Und wir forschen an neuen Themen. Was haben wir denn da noch? Postapokalyptisch, Fallout incoming. Und du so, Forschung. Neues Thema. Romantik. Nein. Wir werden eh alle erforschen, aber dann lieber Gesetz. Dup-di-dup-di-du. Fallout incoming. Fallout Rollenspiel. Kleiner Messestand. So, wir forschen direkt weiter an Themen. Wie zum Beispiel Killer. Killer Action. Trainieren. Nein, nicht trainieren. Bullfuck. Wir wollen forschen. Neues Thema. Mad Science. Okay, hier können wir direkt noch eine Forschung raushauen. Sehr schön. Piraten. Hey ho. The fuck. So, dann haben wir wieder ordentlich Forschungspunkte rausgehauen. Unser Spielestand wird bestimmt super awesome, wenn wir jetzt ein Spiel noch auf der Spielemesse haben, das ungefähr 10.000 Jahre alt ist. Aber okay, hier, Vertrag annehmen. Das klappt nie. Jo. Siehste, Made of Tycon. Wir können noch keine Add-ons programmieren. Das ist schade. Aber wir machen jetzt mal ein Fallout, ja. Schließen. Ist das ein Rollenspiel? Ja, ne? Fallout ist ein Rollenspiel. Top 100 war nicht drin, ist klar. Na, guck mal, da können wir gleich wieder eine Forschung raushauen. Aber wir basieren natürlich auf alter Technology. Sauber. Zwei neue Themen sogar. Forschung. Neues Thema. Jetzt gucken wir mal, dass wir da so schnell wie möglich durchkommen. Werwolf, okay. Ja, danke, dass Sie sich darum gekümmert haben. Okay, gut, jetzt werden wir aber mal gucken, ob wir einen poplischer Vertrag finden. Der Romantik, also ich bitte dich. Irgendein Thema Abenteuer, irgendein Thema Action. Leben, irgendein Genre. Simulation wahrscheinlich, aber nein. Wir gehen auf keinen Publisher-Vertrag. Wir machen wieder etwas in Eigenregie.